Ja, liebe Freunde, es bleibt spannend im Aufstiegsrennen. Ihr seht hier rechts oben schon die Tabelle. Heute haben wir es mit der Hertha zu tun. Es ist nicht dieser Aufstiegskampf, den man rein theoretisch vom Namen her erwarten hätte dürfen in der zweiten Liga, aber das ist es ja in echt im Endeffekt auch nicht. Wir sehen hier, dass die Hertha auf Platz 12 ist, während wir hier vorne mitmischen, den wichtigen Sieg gegen St. Pauli geholt haben. Und ja, ich bin eigentlich optimistisch, dass es klappt, auch wenn im Endeffekt noch viele Punkte zu holen sind. Aber wenn wir unsere Form rüber retten, dann wird das schon ganz gut hinhauen. Ganz wichtig, die Woche habe ich wieder übersprungen, weil es tut sich irgendwie nicht viel, außer dass wir wieder mal Verletzte haben. Aber das gehört eh schon dazu. Also kleine Blessuren ist eh nicht tragisch, das passiert ja in echt auch ständig. Aber eine Geschichte noch, Kalasch hat wieder mal schlecht trainiert, was er schon seit Wochen macht, und ich habe ihn jetzt wieder kritisiert. Und das ist wieder mal ausgeartet. Dementsprechend spielt der Junge jetzt in der zweiten Mannschaft. Gut, Hannover mit einem X. Das ist schon mal gut. Wir sehen, dass Hansa Rostock gewonnen hat. Das heißt, sie sind jetzt auf der 4. Was sehen wir sonst? Ja, Kiel ist mit vorne dabei hier. Aber alles in allem. Ja, es bleibt wahnsinnig spannend auf jeden Fall. Also wir sehen hier eine 5 Punkte im Endeffekt zwischen den ersten 5 Mannschaften. Das ist schon krass irgendwie. Also das sind wir natürlich noch lange nicht durch. Das Gute ist, dass wir jetzt noch ein Spiel weniger haben als die ich gerade erwähnt habe. Das heißt, da geht dann schon noch was. So, für die zweite Mannschaft verfügbar. Wer braucht denn Spielpraxis? Beermann von mir aus immer. Seguin werde ich auch mal spielen lassen, weil ich denke, spielen wird heute wieder Schallenberg. Nachdem Tempelmann ja nicht überzeugt hat. So, Fitnesstests. Da sehen wir Schmid 75 Minuten, Osmani Lazme, Washington 45. Bei Washington gehe ich aber kein Risiko ein, der wird heute noch nicht im Kader stehen. Aber ich möchte, dass Lazme heute wieder spielt. Terodde nehmen wir auch mit. Dann würde ich sagen, dass Sotea jetzt wieder für Manuba spielen kann. Wie schaut es hinten aus? Schuppermer können wir mitnehmen statt genau Kalasch. Der Platz ist jetzt ja frei. Der wird spielen statt Matriciani rechts hinten. Wobei eigentlich von den Noten her Matriciani verdient hat, drinnen zu bleiben. Eigentlich hat auch Osmani verdient, drinnen zu bleiben. Deswegen würde ich da auch sagen, dass wir die erfahrenen Jungs draußen lassen. Und wenn es eben nicht laufen sollte, dann werden wir wechseln. Aber Osmani ist gut in Form. Der zeigt eigentlich jede Partie momentan, was der so für ein Talent hat und ist. Und dementsprechend geben wir ihm auch jetzt hier wieder die Chance. Wir müssen diese zweite Liga sowieso nutzen, um junge Talente nach vorzubringen. Damit wir die dann im Idealfall natürlich im Sommer oder in der ersten Liga spätestens in 2, 3 Jahren dann gewinnbringend verkaufen können, damit wir den Verein halt auch finanziell ein bisschen sanieren können. Es wird die einzige Chance sein, langfristig. Weil wir kriegen sonst nämlich kein Transferbudget zusammen. Das ist eben das Blöde. Im Moment haben wir, glaube ich, reinvestierbare Transfereinnahmen 10% oder sind es 20, ich weiß nicht genau, irgend sowas. Und das hilft dir halt nicht weiter, weil da kannst du Spieler dann, wenn da jemand geht, der wichtig ist, nicht wirklich gleichmäßig ersetzen oder schwierig gleichmäßig ersetzen. Da brauchen wir halt mal echt Transfers, die uns voranbringen, und dann müssen wir unsere Kaderleichen, die so hohe Gehälter beziehen, loswerden. Müller können wir auch gleich loswerden. Mit einem unmotivierten Ausflug. Und damit sind wir früh im Rückstand. Wir versuchen die Jungs jetzt aufzumuntern. Wir sehen hier die Flanke. Müller geht raus. Aber das Ding geht ganz klar auf seine Kappe. Katastrophal. Einzig Positive ist, dass die Hertha gerade gegen St. Pauli führt. Beziehungsweise auch positiv. Vielleicht noch, dass wir natürlich noch mehr als genug Zeit haben. So, Barbosa auf Mörkin. So. Ruhiger Spielaufbau. Jetzt geht's dann mal nach vorne. Der Pass in die Tiefe auf Lazme ist gut. Uedrogo verlängert super auf Top und da ist der Ausgleich 17. Minute. Richtig geiler Spielzug. Der wird jetzt noch gecheckt, aber ich glaube nicht, dass das Abseits ist. Schauen wir mal.
Sorry. Es ist Abseits. Aber ernsthaft, das ist doch kein Abseits. Das ist doch eine violette Linie, keine rote und blaue. Und Pauli mit dem Ausgleich. Es bleibt dramatisch. Osmani hat was abgekriegt. Was ist denn da los? Top of Lasme und super Parade. So, ich wechsle jetzt und bringe den Schmied für eben Osmani, der was abgekriegt hat. Mit Romano Schmied bringen wir jetzt eh einen unserer stärksten, also sicherlich jetzt in der Situation nicht so schlecht. Oltraugo war. Wieso macht er es so kompliziert in der Situation? Ich verstehe es nicht. Hat hier Sordea zu seiner Unterstützung und geht da ins 1 gegen 1. Komplett unnötig. Mit. Boah, was ist das für ein Pass? Top kriegt ihn noch, aber der ist ja richtig mies. Sordea auf Top, der ist gut. Der ist gut. Mörkin. Und das war Abseits. Oh. Ich erwarte von euch eine bessere zweite Halbzeit. Wir bringen den Seguin als zurückgezogener Spielmacher. Irgendwie funktioniert niemand auf der Position. Ich stelle ihn auf Support. Von den Noten her ist jetzt nichts katastrophal. Bring den Terode vorne für Lasme rein, weil Lasme ist nervös und nicht wirklich gut. Ich glaube, dass da ein Terodde heute mit seiner Erfahrung vielleicht wirklich was bewegen kann. Merkin. Seguin auf Oedraogo und der ist drin. Boah, 50. Minute, die Antwort 1:1. Und Seguin war es mit dem Assist. Freistoß Seguin. Boah, Hut. Gerade noch. Wieder Seguin. Der ist sehr auffällig seit seiner Einwechslung. Madrigiani. Boah. Dass da niemand steht. Also das sind die Situationen, wo ein Terodde, finde ich, dann stehen muss, als Knipser. Da kommt er zum Kopfball, aber den kann er nicht gut drücken. Ja, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Ich würde sagen, wir stellen jetzt beide Außenverteidiger auf Attack. Dafür würde ich hier eventuell auf Support stellen, damit wir jetzt nicht zu krass ins offene Messer laufen, aber ich muss halt wirklich versuchen, dass wir das Ding noch gewinnen. JK kommt rein. Tower ist nicht gut, da bringen wir Jobamin. Und das war's dann. So, Seguin auf Matrigiani, Seguin. Ah, Schmied setzt sich hier super ein. Auch wenn es wahrscheinlich wehtat. Terodde. Den kann man halt auch machen. St. Pauli führt gegen die Hertha. Zwei, zwei, Hertha gleicht aus. Jetzt müssen wir sogar noch zittern hier.
Schmid mit dem Wahnsinns-Tackle und das war's. Wir kommen über ein 1 zu 1 nicht hinaus. Ich sage mal Pech gehabt. Wie gesagt, ich darf da jetzt auch nicht auf die Moral zu sehr draufhauen. Im Endeffekt ist nichts passiert. Boah, die Hertha hat das Spiel noch gedreht. 91. Gewinnen noch gegen St. Pauli. Damit haben wir sogar einen Punkt gut gemacht auf sie schlussendlich. Ja, vielen Dank an die Hertha. Aber jetzt brauchen wir die Punkte dann bitte, wenn wir jetzt nach Berlin fahren. 18 Spiele umgeschlagen. Bin gespannt, wie lange die Serie noch hält. Danach haben wir Länderspielpause, die wird jetzt auch mal gut tun. Ich glaube, da werde ich mal kein Testspiel ausmachen, die werden wir einfach überspringen, damit die Jungs dann auch wieder ein bisschen durchschnaufen können. So, ein bisschen Scouting hier. Usage, Auswahlliste, Potenzial zum soliden Bundesliga-Torhüter, dann kann man schon lassen. Sessa lassen wir, Kavaina lassen wir, Neumann, Fabian Rehse sowieso. Scott McKenna wechselt zu Luton, also ich glaube, dass wir den jetzt von der Liste streichen werden. So, der ist nicht gut genug. Also ich mache es wie immer und gehe hier schnell durch und streiche nur die mit der Note 3 raus. Und dann schauen wir mal. Oh, ich bin so angespannt. Das ist halt schon aufregend. Ich meine, man wünscht sich natürlich eine spannende Saison. Zumindest als, ich sage jetzt mal, als neutraler Fan. Aber da bin ich halt nicht. Ich bin Schalke-Trainer. Ich bin kein neutraler Fan. Dafür haben wir einen ziemlich geilen Youth Intake. Wir haben zwei Megatalente. Ugo Romano. Super Name. Ein Stürmer mit Abschlusswert 4. Also der schreit schon mal danach, umtrainiert zu werden. Aber okay, das wird mal spannend. Weil ich sage jetzt mal, fürs Mittelfeld ist der technisch zu schwach. Flügel könnte ich mir noch eher vorstellen, weil er flanken kann. Stürmer ist er katastrophal. Naja, gut. Aber er ist ein gutes Talent. So, das streich mal alles raus. Ausstiegsklasse kriegst du sicher keine. Dafür 78.000 ist okay. Dann haben wir hier Kaya. Der interessant ist. 16-jähriger Türke, hat auch eine ganz gute Zielstrebigkeit. Sogar auch den deutschen Pass. So. Da machen wir es ganz gleich, das heißt, alle möglichen Gehaltsanpassungen packen wir raus. Dafür kriegt er dann halt ein bisschen mehr. So, dann haben wir hier noch Serdar Tekin. Super Zielstrebigkeit. Nehmen wir natürlich. Ups. Ah, der hat schon einen Berater. Aha, okay. Das heißt, Berater nach Verfügbarkeit fragen. Okay. Ah, okay, der will nicht. Da verhaut der Berater, sagen wir es mal so. Wird wieder spannend, dass der einzige Transfer nicht hinhaut bei dem Spieler, der einen Berater hat. Was sagt uns das? So. Also die interessantesten nehme ich hier jetzt mal auf jeden Fall und beim Rest müssen wir ein bisschen durchschauen. So, also die zwei nehmen wir auch noch. Cedric Hakisimana ist auch ein geiler Name. Der ist zufrieden, der ist bodenständig, das gefällt mir. Und Dirk Bekonert. Beckon-Nerd. So, wie schaut es hier noch aus? Pierre Apfel. Hat gute Zielstrebigkeit. Da hätten wir einen Polen. Auch eine super Zielstrebigkeit, aber auch vom Potenzial her eher limitiert. Also, ich glaube, wir werden dabei bleiben. Aber guter Youth-Intake, muss man schon sagen. Das lässt sich auf jeden Fall aushalten. So. Jetzt das spannende Duell in Berlin mit der Hertha. Da bin ich mal gespannt. Da unterschreiben jetzt die ersten ihre Verträge. Viele Zuschauer erwartet.
dann wird es wieder spannend und aufregend. So, die nächsten unterschreiben hier. Das heißt, bis auf den einen, der einen Berater hat, haben wir alle bekommen und bei dem kann man es ja theoretisch nochmal probieren dann. So, Washington, maximal 45 Minuten empfohlen. Aber ganz ehrlich, ich brauche ihn. Ich lasse jetzt den Shaker zu Hause. Und wir legen los. Also hoffen wir, dass wir hier in Berlin 3 Punkte mitnehmen. Das wäre so wichtig. Die Hertha hat St. Pauli auch ordentlich geärgert. Also die hat natürlich sowieso Qualität im Kader, egal. Also auch wenn es da jetzt natürlich nicht so gut läuft. Osmani, Brian Lasmey. Osmani macht es super und da ist... Oh, Lasmey ist zu weit vorne, glaube ich, erste Minute. Die mögliche Führung, die aber wohl nicht halten wird. Nein. Aber das wäre schon wieder ein Assist gewesen von Osmani. Ich finde es so cool, dass der so gut läuft momentan. Aber haben sie gut verteidigt, haben ihn gut ins Abseits gestellt. Muss man auch anerkennen. So, Freistoß Osmani auf Mörkin. Lass mich. Das hat nach einer richtig schönen, einstudierten Variante ausgesehen. Aber Washington fehlt uns schon, muss ich echt sagen. Also jetzt hätte ich echt schon gern Sekou Keita bei uns. 15. Distanzschuss von der Hertha. Und jetzt wieder wir Ecke Osmani. Irgendwie ist, auch wenn Standardsituationen sind natürlich, aber ist irgendwie echt in jeder gefährlichen Aktion Osmani dabei. Madrigiani. Nächste gute Chance. Es fängt irgendwie schon wieder so an. Ich will jetzt nichts verschreien. Schallenberg, knapp daneben. Nächste Chance, Freistoß Mörkin. Ernst mit dem Fehler, Madrigiani mit dem Tor. Dann nutzt er den Ausflug. Und wir gehen in Führung. 20. Minute, 1-0 in Berlin. Da sehen wir Mörkin und ja, Ernst mit dem Ausflug, Madrigiani. Hat Glück, dass der Ball von der Unterkante der Latte ins Tor prallt. Und damit ein ganz, ganz wichtiger Treffer. So, Mörkin auf Uedraogo. Super Drehung. Und das gibt wohl den Elfmeter. Da wird Lasme zu faul gebracht. Zu faul gebracht finde ich aber eigentlich auch ziemlich gut. Und jetzt gibt es den Elfer. Top mit der Chance, 29. Ernst ist im richtigen Eck. Keine gute Variante von Top. Und jetzt der Konter. Sorte erklärt in höchster Not. Lass mir, bringt ihn bitte unter Kontrolle. Ja, passt. Ja, Top jetzt natürlich mit der 6,3. Das tut weh. Ich hoffe, er fängt sich. Und Uedraogo. Ich habe gehofft, er kann da das Foul ziehen, aber da, der nimmt ihm super den Ball ab und im Endeffekt wird es jetzt wieder auf der anderen Seite gefährlich. Barbosa klärt, sah aber auch abseitsverdächtig aus. Aber sie stellen uns gut zu. Also da hinten ist richtig unangenehm rauszuspielen, die machen das wirklich gut. Top. Sehr gut, Osmani. Es ist wieder Osmani, der hier seine Füße im Spiel hat. 7,2. Lass mich und puh. Der Ball wird von Leistner gefährlich abgefälscht. Da gibt es sogar kurz die Torlinientechnik. Weil es hier beinahe
das Tor gegeben hätte. Also wir sind das klar bessere Team. Es ist echt bitter, dass wir da nicht höher führen, was natürlich am Elfmeter lag. Wir arbeiten uns viele Abschlüsse weiter so. Im Moment geht es von der Müdigkeit her noch. Uedraogo ist relativ schlecht heute. Da werden wir den Schmied bringen. Ich tausche die beiden aber. Das heißt, Osmani geht auf links. Auch ein Uedraogo hat mal schlechte Tage und die darf er auch haben mit seinen 17 Jahren. Aber dann muss er halt. Dann muss er halt auf die Bank. Lassme liegt am Boden. Ich habe gerade nicht gesehen, was da abgegangen ist. Weil ich gerade die Katze da nur gerade irgendwie unten gehört habe. Aber da gibt es jetzt tatsächlich die rote Karte. Perfekt. Und Lassme ist auch nicht verletzt. Mörkin. Madrigiani. Wieder Mörkin. Da ist nirgendwo eine Lücke. Ich mache jetzt Folgendes. Wir erhöhen das Tempo ein bisschen und werden geduldiger spielen. Ich möchte jetzt ein bisschen laufen lassen. Weil wir jetzt schon einen mehr am Platz haben. Tempo erhöhen, das habe ich mir sowieso schon mal überlegt. So, Veloso. Und Kenny ist durch. Boah. 48. machen sie beinahe in Unterzahl den Ausgleich. Jetzt hat Sotea was abgekriegt. Schienbeinprellung. Scheint weiterzugehen bei ihm. Unnötige Aktion hier von Mörkchen. Aber gut. Solche Szenen kann man natürlich zulassen, das ist jetzt nicht so wild. So, wir sind jetzt in der 60. Ich bringe mal vorne den Terodde rein für Top. Tauschen dann aber. So, und dann müssen wir hier hinten noch schauen. Ah, ich warte noch. Terodde. Ein bisschen fragwürdig gerade die Situation. Was macht Barbosa? Echt? Sorry. Aber da kaufe ich einen Innenverteidiger mit einem geilen Passwert. Mit dem Gedanken, dass der ja dann vielleicht so von hinten irgendwie das Spiel eröffnen könnte. Und dann Barbosa holt mal Bier mit so einem Pass. Anstatt dass er den einfach auf Mörkin rausspielt, schenken wir der Hertha, die in Unterzahl ist, einfach mal das Tor. In so einem fucking wichtigen Spiel. Also ganz ehrlich. Osmani mit dem Tackling. Tatsächlich ist die Hertha gerade besser im Spiel. Also man hat irgendwie gerade das Gefühl, die sind jetzt näher dran als wir, obwohl wir in Überzahl sind. Was macht Lasme? Haut den Ball weg. Hau doch nicht den Ball weg. Tabakovic macht da fast das Tor. Na, ich bin jetzt sauer. Ich wechsle jetzt durch. Weil mit dem Personal... Ich will sie gerade gar nicht sehen. Manuba kommt rein für den miserablen Sotea. Chupamar kommt rein für Barbosa, der ist aggressiv. Der kann von mir aus unter der Dusche aggressiv sein. Terodde erklärt, ganz wichtig in der Situation. Das ist natürlich auch praktisch, wenn du ihn dann drin hast für die defensiven Standardsituationen. Osmani. Und dann statt, dass wir jetzt zu zweit hier aufs Tor zulaufen, weil Osmani das jetzt nicht hingekriegt hat, den Ball zu spielen, kriegen wir im Gegenzug fast wieder die Chance oder das Tor. Es ist eine unfassbare Partie. Das ist nichts für meine Nerven. Boah. Müller dreht den abgefälschten Schuss gerade noch irgendwie zur Ecke. Also das Geduldigspiel nehmen wir mal raus, aber ich möchte jetzt vielleicht generell offensiver werden. Ich stelle den Osmani auf Support, aber dafür den Mörkin auf Attack. Und geduldig spielen. Ich habe keine Zeit für Geduld im Moment, echt nicht.
Ich habe gar nicht das Tempo höher gedreht, sondern die Passlänge, oder? Fällt mir gerade auf. Egal. Der Rod erklärt auch den wieder. Osmani ist vorn geblieben. Jetzt müssen wir schauen, ob er ihn behaupten kann. Er kriegt Unterstützung von Manuba. Sehr gut. Expected Goals wird von 2,24 wieder. Gut. Elfmeter hat er natürlich dazu beigetragen. Kann ich nochmal wechseln? Einmal noch, oder? Ja. Ich muss im Mittelfeld wechseln. Ich bringe den Seguin. Was macht Schallenberg? Wichtig von Chapama, aber dann. Boah, ist das schlecht verteidigt. Aber das ist Abseits. Da hätten wir jetzt fast das 1 zu 2 gekriegt. Hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen, so doof wie wir uns anstellen. Aber das müsste Abseits sein, ja. Ecke Schmied, 89. Lass mir Köpf drüber. Terodde. Viel Einsatz von ihm. Bekommt halt jetzt auch nicht die Bälle, die er braucht. Manuba, es gibt nochmal die Ecke. Ich hoffe echt, dass wir im nächsten Spiel jetzt nach der Länderspielpause wieder Washington zurückbringen können. Und er war so wichtig, Terodde an dem Pfosten. 94. Minute. Boah. Müller hat ihn, ist aber auch abseits und das war's dann wohl. Wir spielen tatsächlich nur unentschieden mit einem Mann mehr. Und im Endeffekt dürfen wir uns gar nicht beschweren und sogar noch froh sein. Ich bleibe optimistisch. Auch wenn es richtig bitter werden könnte jetzt noch. Osmani steht kurz vor der Gehaltserhöhung. Können wir uns das überhaupt leisten? Ja. So. Ja, eigentlich kann ich nur top kritisieren fürs letzte Spiel. Ich finde, ich habe ziemlich gut gespielt, sagt er. Okay, wir sind hier fertig. Was willst du da diskutieren, wenn jemand keine Ahnung vom Fußball hat und eine 6,2 für gut befindet? Ach ja, ich glaube, da spricht jetzt aber gerade auch ein bisschen der Frust bei mir. Ja, ich drehe jetzt einfach mal ab und werde mich jetzt gemütlich auf die Couch hauen. Und ja, wir sehen uns dann nach der Länderspielpause wieder. Die überspringe ich jetzt mit dem Spiel dann gegen den KSC. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.